Mann, ey. Immer wieder die gleichen Leute, mit denen ich reden muss. Hey. Es geht. Na, alles gut bei dir? Ja. Was ist das für eine Funktion, Digga? Timeouten für Bits. Das ist voll geil, ne? Aber warst du nicht der größte Kritiker von Bits? Ja, bin ich immer noch. Ich habe ja auch keine. Aber jetzt liebst du sie, sagst du das? Ich. Nee, so ist nicht, aber ich finde es halt super lustig. Also ich finde das wirklich super lustig. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. Ich habe gerade schon runtergemacht. Ja, nee, ich habe ein Windows-Update oh Gott. Gehabt. Ja, ja, ja. Oh Gott. Und jetzt ist auch hier die ganze, warte mal, da auch das Soundsystem, die Soundeinstellung und sowas, hat sich alles hier geändert. Hm. Eigenschaften, Pegel. Ich mach mal den Pegel ein bisschen runter hier. So, ach, scheiß drauf. Ich habe also, keine Ahnung, ich kann nicht auch hier im Discord immer leider lauter und leiser machen, das geht. Easy. Uff. Wie geht's dir? Sehr gut, gerade sehr interessant mit den Placements und so. Ja, finde ich auch. War ein Thema, wo ich mich jetzt nochmal, ich muss so eine halbe Stunde oder so fahre ich los nach Lüneburg zu meinem Papas Geburtstag. Schön Lambo ballern, habe ich auch Bock drauf. Schmeckt. Aber ja, auf jeden Fall, habe ich auch übel zu. Hast du nicht den, wer ist denn jetzt weg bei dir? Wie meinst du weg? Du hast ja irgendwie, sind ja ein paar Placements weggelaufen. War das Headset-Hersteller? Astro? Headset, Astro. Hm. Scheiß auf die. Ja, nee, ist wirklich so. War sonst noch was? War nur die? Nee, nur die, Digga. Okay. Und ich dachte ja auch so, ich will auch kein böses Blut jetzt oder so. Astro an für sich als Headset fühle ich immer noch. Hm. Aber so war ich hier sitze, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie sauer bin oder so, aber die Kommunikation mit Astro war halt in der Vergangenheit auch wirklich so, dass ich und mein Management, beziehungsweise mein Kollege, das ist jetzt nicht mein direktes Management, aber mein Kollege, mit dem ich das da geklärt habe, wir waren schon ein paar Mal drauf und dran, das selber zu kündigen. Ah, weil es nicht, weil, ach ja, das hat man unter Umständen, dass die nicht so. Ja, für eine Antwort brauchst du dann, kommt nach 2 Wochen was zurück, so, und ja, das lief immer nicht alles so gut und ich bin zum Glück in der glücklichen Position zu sagen, ey gut, das Geld, was ich von denen bekommen habe, ja, dann fahre ich halt einmal in der Woche weniger ins Casino. So, da komme ich mit klar, Digga. Du musst jetzt aber ganz schön wenig, also du musst jetzt schon 2 Tage raus. Einmal wegen dem Auto bei deiner Oma und Opi und dann wegen, also. Ja, 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 dann, Digga. Da ist ja bald, Casino ist ja bald gegessen. Nee. da sagt mein Suchtberater was anderes. Alles klar. Hast du die? Nee, damit musste ich leben, so. Dann das auch, da ist in Ordnung. Da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt hinterher bettel und sage, auch können wir jetzt nochmal und so. Es war eine Entscheidung, die war halt okay, so. Hm. Ja. Hast du, machst du Placements eigentlich, also kümmerst du dich da selber drum irgendwie? Oder wie läuft denn das bei dir ab bei sowas, wenn du so eine Anfrage kriegst? Ich bin ja in keinem Exklusivmanagement. Mhm. Das heißt, ich kriege von vielen Seiten Produktplatzierung angeboten. Ja, und ich kriege sie zugeschickt und entweder ich sage ja oder ich sage nein. Also entscheidest du das gleich oder filtert das irgendwer vor? Nee, gut, wenn da jetzt irgendjemand, keine Ahnung. Ja, also im Grunde wird auch ein bisschen gefiltert vorher, weil natürlich ist ja klar, ich kann jetzt keine Werbung für, ich habe auch schon Angebote bekommen für Alkohol beispielsweise, so für, keine Ahnung, Bier oder sowas, ne? Hm. Wo ich dann aber gleich gesagt habe, sorry, aber klar wird der Geldbetrag schmecken, da reden wir nicht über 2.000, 3.000, 4.000 Euro, sondern reden wir über ein paar Zehntausender oder vielleicht auch 10.000 oder 20.000 für eine Produktplatzierung, je nachdem, was man macht. Hm. Aber da bin ich dann raus, weil das kann ich mit mir dann selber nicht verantworten, ne? Mhm. Aber ich habe jetzt, glaube ich, diese Woche 4 Produktplatzierungen abgelehnt von irgendwelchen Spielen. Okay. Und das lehnst, also das sind dann Spiele, die du spielen schon sollst und du lehnst Monate das dann einfach. Leben unter Kontrolle, also du sagst dann, nee, das passt nicht zu mir. Ich gucke mir gucke ich mir das Spiel an, schaue mir erstmal, was das für ein Spiel ist. Oftmals sind es irgendwelche Handy-Games oder irgendwelche unbekannten Spiele, guck mir die Bewertung an. Schau, ob ich das Spiel selber auch, also ob das ein Spiel wäre, wo ich auch
ja, mich mit einfach identifizieren kann. Und in den meisten Fällen ist es einfach so, oftmals solche Spiele wie League of Legends etc. Und ja, früher am Anfang, mit wo ich YouTube gemacht habe, mit 200.000, 100.000 Abonnenten hatte, hätte ich dafür bestimmt noch eine Produktplatzierung gemacht, weil das Geld halt einfach gut geschmeckt hätte. So. Mhm. Und ich sag mal, in den meisten Fällen jetzt war die Produktplatzierung so eine 60-Sekunden-Integration von einem Video. Aber ich bin halt in der auch unglücklichen Position zu sagen, auch nee, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt irgendwie selber spielen würde, beziehungsweise wo ich mich gut fühlen würde, wenn ich da die Produktplatzierung mitmache. Und dann lehne ich das halt ab. Ne? Ja. Was ist denn die merkwürdigste Anfrage, die du da gekriegt hast? Boah, da gibt es viele. Ich habe letztens eine bekommen, die war merkwürdig, aber auch geil zugleich. Ich sollte von der Pornoseite, die ich nicht namentlich nennen darf, ich sollte... das ist eigentlich geil, Digga. Das ist eigentlich geil. Ich hätte es auch gerne gemacht, aber nicht, halt nicht auf YouTube. Ja. Ich sollte halt meinen eigenen Porno drehen. Also verstehe mich nicht falsch. Ich sollte nicht ficken, sondern ich sollte... Regisseur? Hinter der Kamera? Genau richtig. Genau richtig. Oh mein Gott. Ey, ich... Oh Gott, ich... Will das wäre so geil. Ich will ein Video davon sehen. Ich will nicht den Porno, I don't give a fuck. Ich will nur ein Video davon sehen, wie du hinter der Kamera auf so einem Stuhl stehst, wo Regisseur draufsteht mit so einem Schal. Ich werde die ganze Zeit nur schreien, zoom aufs Arschloch. Arschloch. Oh mein Gott. Dafür, das würde ich mir angucken. Das kannst du hinter einer Paywall packen. Das würde ich mir angucken. Ja, aber ich habe halt abgelehnt, weil halt einfach, ich habe gesagt, ey, das ist eine coole Produktplatzierung vom Ding her, drauf geschissen, ob irgendwelche Leute sich dann beschweren würden. Ja, der macht ja Werbung für eine Pornoseite, aber ist halt nicht umsetzbar auf YouTube. Ich müsste halt alles zensieren. Ja. So, und ich bin dann halt keine Katja krasser Bitch, die dann sagt, ja, hier, das ganze Video kriegt ihr auf der Website, müsst ihr euch nur kostenfrei anmelden. So, das ist nicht meins, ne? Okay, das ist ja. Aber es wäre schon geil. Also hätte ich Bock drauf gehabt, so vom Ding her, weil man sagt mir ja nach, wäre ich nicht YouTuber geworden, wäre ich Pornodarsteller geworden oder irgendwo in der Szene tätig. Aber ja. Ansonsten, was hat man sonst für Produktplatzierungen bekommen, die völlig strange waren? Ja. Alles Mögliche, Digga. Keine Ahnung, Sextoys, alles. Also es gibt eigentlich nichts, was noch nicht angeboten worden ist, ne? Ich habe mal eine Placement-Anfrage gekriegt für. Gefälschte Ausweise. Für gefälschte Ausweise? Ui, das ist aber lul. Ja, hat jemand, das ist schon 2016 oder so war das, da hat jemand geschrieben, hat gesagt, yo, wir wollen übrigens unsere gefälschten Ausweise an Mann bringen und dann ich so, hey, what the fuck? Geh auf die Seite und dann konntest du halt wirklich falsche Personalausweise kaufen. Das ist strange, das hätte ich mir lustig vorgestellt. Ja, was, total grenzwertig, so, what the fuck? Aber die lustigste bei mir war, da haben die Leute mir geschrieben und haben gesagt, jo, wir haben deinen Chat gelesen und wir würden dir gerne ein Placement für Deutschnachhilfe anbieten. Für Deutschnachhilfe? War das hier Dings, Sprache lernen, Bubble oder was? Irgendwas war das und ich, also so richtig Nachhilfe, du kannst Nachhilfe machen, ich habe das schon mal erzählt, aber das ist halt super witzig gewesen, also das war super witzig. Also, das war mega geil. Aber man muss halt schon wirklich schauen, für was man Werbung macht und für was nicht, ne? Ja, klar. Also, wobei ich das, und, also, ja. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema eingehen, wo du schon vorher drüber gesprochen hattest mit deinem Livestream, finde es halt auch, ich will jetzt nicht sagen unauthentisch, aber wenn du gefühlt jeden Tag eine andere Produktplatzierung bringst, also. Für mich war immer so, und ich habe auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, habe irgendwelche Spiele beworben, als ich 200.000, 300.000 Abonnenten hatte, die ich selber nie privat gespielt hätte, aber habe es einfach gemacht so, weil das Geld hat in dem Moment geschmeckt, man wird reifer und lernt dazu so. Aber für mich verlieren diese Personen, die wirklich jeden Tag, jeden zweiten Tag eine neue Produktplatzierung machen, einfach, ja, sind nicht mehr authentisch für mich, ne? Hm. Weil halt einfach, wie willst du denen dann noch ab... Also, man kann den dann irgendwie nicht wirklich abkaufen, dass man wirklich jedes Produkt abfeiert. Nee, das nicht. Das ist ja genau, wie vorhin halt gesagt wurde. Je höher die Frequenz ist, also je mehr du auf einmal bringst in einer Woche oder so, desto schwieriger wird das mit der Kredibilität, so Realness und so. Und dann muss man sich das halt immer wieder gefallen lassen. Ja, also, weil
Ist das so? Einer hier, Robin, ein Mod bei mir schreibt gerade Rules of Survival. Rules of Survival war eigentlich kein Spiel, was ich jetzt, wo ich mich im Nachhinein für hätte schämen müssen. Es war ein Spiel, was ja ein Battle Royale war, so. Ein Handygame? Ein Handygame war das. War jetzt keine Produktplatzierung, wo ich jetzt sagen würde, oh, im Nachhinein, das war jetzt, damit habe ich richtig reingeschissen. Hm. Aber zum Beispiel, was haben wir damals gespielt? Wie hießen die Scheiße nochmal mit Allotrix zusammen? Boah, ich hab schon wieder vergessen, Digga. Hast du ein schlimmstes Placement, wo du sagst, boah, da die Schande, ne? Die Scham. Hast du irgend sowas? Irgendwas, wo du in die Richtung gehst? Wo ich im Nachhinein sage, wie konnte ich nur oder wie meinst du das? Ja, genau. Oh, weiß ich nicht, Digga. Nee, eigentlich nicht. Es gibt so ein paar, wo man Bauchschmerzen bekommt, wie zum Beispiel Lootboy. Aber nicht, weil... Bitte weil was? Lootboy? Nee. Ja, Lootboy ist eine App, wo du halt Packs ohne Geld zu bezahlen ziehen kannst. Du kannst aber auch Geld investieren und es ist per Zufall, ob du da was rausbekommst oder nicht. Es ist vom Prinzip her ungefähr vergleichbar wie mit Packs ziehen. Lootboy? What the fuck? Noch nie gehört. Lootboy. Manche... Aber die Leute haben es halt einfach, also muss ich sagen, so sagen, da war die Leute waren halt, ja, ich will jetzt nicht sagen zu doof, aber die Leute haben die Seite immer als Scam abgehandelt, obwohl es von vornherein ganz klar war, dass es ein Zufallsprinzip ist. Du kannst da 100 Euro reinstecken und kannst gar nichts ziehen. Ah, ich sehe so. Hier noch, wenn ich auf die Seite gehe, kriege ich noch ein Bild von dir. Ja, ja. Das PlayStation Battle Royale Premium Loot Pack für 99 Cent. Montana Black Ehre. Ja, ja, nee, das war, da habe ich halt, also ich habe mit Lootboy die Partnerschaft jetzt beendet, einfach weil ich halt keine Lust hatte auf die Kommentare, beziehungsweise, dass die Leute haben gedacht, sie investieren 5 Euro in also 5 Monte Packs ziehen sie und ziehen direkt die heftigsten Preise daraus. So, ja. Und für mich war halt einfach so, jo, eigentlich sollten die Leute das Prinzip verstehen von Packs ziehen, wie in FIFA etc. Ja. Ich habe damals Lootboy ich habe es verteidigt und ich verteidige es auch immer noch, weil ich finde, Lootboy ist eine gute App, weil du halt auch keinen einzigen Cent investieren musst und trotzdem dort Packs ziehen kannst. Aber was willst du machen, wenn die Leute halt einfach das Prinzip von einer, in Anführungszeichen, Glücksspiel-App, wo du per Zufallsprinzip Packs ziehst und es nicht garantiert ist, dass du nach 100 Euro was ziehst oder nach 200 Euro, sondern es ist ein Zufallsprinzip, wenn die Leute das nicht verstehen, und diese Seite da beleidigen etc., dann macht es halt wenig Sinn, dafür Werbung zu machen, wenn es bei der Community auch oder bei vielen in der nicht Community ankommt. Nicht ankommt, ne? Ja. Also hier kannst du, das ist dann so ein, also um das mal zu zeigen, das ist so, also ich zeige das jetzt mal ganz kurz, das ist so eine 99 Cent Booster und dann kriegst du da mögliche Preise raus. Ich also, wusste, Digga, V-Bucks, was ist das denn für ein Pack, Digga, und für ein Bild von mir, das kenne ich gar nicht. Das habe ich auf der Seite gefunden gerade. Ja. Da muss ich aber mal. Da ist auch Standard-Kill und Stil. Nee, das Pack kenne ich nicht, Digga. Was ist denn da? Wo? Wie? Achso. Das ist das PlayStation Lootboy Pack. Achso, das haben sie umgeändert, ja, ja. Und jetzt ist, du kannst dann halt. Auch wieder das hässlichste Bild rausgesucht, was sie finden konnten, ne? Fresse, das ist drei Jahre, naja, gut, 2 Jahre alt. Und du kriegst halt auch Games unter Umständen. Ja, du hast in jedem Pack immer eine Vollversion von einem Spiel. Klar kostet es bei Steam nur noch 99 Cent oder so, aber egal, also du machst mit deinen 99 Cent, wo du das Pack ziehst, kein Minus. Aber du wirst natürlich nicht direkt immer was ziehen, was dir gefällt. Ist ja, ja klar. Aber ja, das war halt einfach, ja, dann muss man halt in dem Fall auch auf die Community hören, beziehungsweise wenn es nicht ankommt bei der Community und die Leute halt den Sitz, also ich würde mal so bei Ausführungen sagen, dass sie den Sinn dahinter nicht verstehen, dass es halt ein Zufallsprinzip ist, dann muss man halt sagen, okay, dann lasse ich es lieber, ne? Also das ist halt heftig an Kids vermarktet mit eigenen Comics und so. Das ist schon gut aufgezogen, ne? Alter Schwede. Aber so richtig Nasenbluten. Also ich hatte keins, ich habe auch nie Handygames oder so hatte ich nie. Ich hatte mal. Doch, ich hatte ein. Oh mein Gott, doch, ein Placement hatte ich. Das war ein. Oh, scheiße, Chat. Kann das noch jemand sagen? Dieses.
Oh mein Gott, kann sich da jemand erinnern, dieses Game, wo ich das Placement abgebrochen habe? Das habe ich abgebrochen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte dieses, oh, was war denn das? Oh Gott, was war denn das? Albion Online. Fucking Albion Online. Ja, da habe ich den, wurde mir auch angeboten. Habe ich ein Placement gekriegt, das Spiel habe ich angemacht, 20 Minuten, und dann habe ich wütend und schreiend dieses Placement ausgemacht, weil das Spiel so scheiße war. Das war so bad. Und ich habe dann, oh, ich habe den ich habe richtig reingeflamed. Und dann habe ich das verlassen so. Also ich, oh, nee, da musste ich los. Das war aber auch, das war richtig unangenehm. Da habe ich aber geflamed. Das war aber auch gar nicht meins. Nee, genau das ist es nicht. Man muss halt, keine Ahnung, man muss halt dahinter stecken. Die letzten Produktplatzierungen, die ich gemacht habe, so game-technisch, waren, glaube ich, die letzten waren PUBG Mobile, ne? Das war jetzt, also ich bin halt kein Handy-Zocker-Typ so. PUBG Mobile auf dem Handy habe ich jetzt nicht so gefühlt, weil ich halt so dicke Wurstfinger habe und auf dem Handy spielen, ja, ist nicht so meins. Hm. Aber die Produktplatzierung an sich war eine gute Produktplatzierung, weil es halt ein Spiel war, für das man sich nicht schämen musste, ne? Ich weiß auch ganz genau, es war schon ein richtiger Running Gag, Digga. Ich bin bei PUBG Mobile einfach immer, habe ich so getan in den Stream, Digga, als wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. Bin immer im Wasser gelandet, habe gewartet, bis ich ertrunken bin und habe dann immer mein Random Squad Mates zugeschaut. Ja, und das war die Produktplatzierung, Digga, beste Leben. Einfach 2 Stunden andere Leute beim Spiel zugeguckt. Das war so lustig. Aber es war halt trotzdem eine Produktplatzierung, für die man sich nicht schämen musste, ne? Nee, also, nö. Ich habe halt nur so ein, ja. Keine Ahnung. Was war deine beste Produktplatzierung? Displayed. Ja. Mit großem Abstand. Also mit die Effizienz, also, oder sagen wir mal, das Effizienteste. Also es gibt keinen, ich hatte nie eine bessere, eine effektivere Platzierung mit mehr Auswirkungen. Aber kriegst du da auch eine Fixsumme oder wärst du nur daran beteiligt bei den Verkäufen? Das Modell ist eine Fixsumme und wenn du, also das ist das mir liebste, kannst du auch mal sagen, was dir am liebsten ist, aber das ist das Modell, was mir am liebsten ist. Das ist eine garantierte Summe und wenn du über diese Summe hinweg Affiliate hast, dann bekommst du die Summe, die, also bekommst du das Affiliate. Aber du kriegst immer die Garantie. Das heißt, du bist nicht in der Pflicht, irgendwie einen auf Verkäufer zu machen oder Leuten was anzudrehen, sondern die sagen dir, okay, du kriegst garantiert die Summe. Und falls es so ist, dass Leute sich das Zeug holen und das soll sich dann auch für dich lohnen, bekommst du dann das, was über die Affiliates-Sachen läuft. Und das ist, das hat so reingeklatscht, Alter. Das hat, oh. Ja, das hast mir die Goldbahn geschickt, die du bei dir gebunkert hast. Das hat richtig reingehauen. Also die Fixsumme ist natürlich am schönsten, ne? Genau, also dieses Affiliate-Ding ist bei mir, das mag ich gar nicht. Nee, ich bin da auch nicht so der Freund von. Kommt immer aufs Modell drauf an, aber am besten sind halt Fixsummen, weil du damit dann auch am Ende des Monats deine Rechnung bezahlen kannst. Ich glaube, rede ich fast für jeden YouTuber oder Streamer Affiliate beziehungsweise ja, dass du Provision XY für etwas bekommst, dann weißt du halt nie, mit was du eigentlich rechnen kannst am Ende des Monats. Und Fixsummen sind natürlich immer, deutlich angenehmer, ne? Deutlich angenehmer. Ja, weil du halt keinen Druck hast, ne? Genau, ja. Ich glaube auch, die beste Produktplatzierung bei mir war mit Axe, muss ich sagen. Da, wo du auf dieser Party warst? Das Bild mit dem Huch. Das Huchbild. Hast du das als Emote eigentlich? Welches? Scheiße, warte mal, wo habe ich denn dieses Emote her? Ist das Monte Hoch? Nee. Das gibt's in dem Werbespot. Dieser Axe-Werbespot, ne? Ach so, ja. Dieses Huch, ja. Das ist auch gefühlt 20 Mal aufgenommen. Die Produkte, also meine liebste Produktplatzierung war eigentlich, auch wenn das Motto dahinter, weiß ich nicht, ja, war geht so. Also ich glaube, mein Fallschirmsprung war heftig, die Produktplatzierung von Axe. Mhm. Und wo wir den einen kleinen Streamer direkt vor Ort gehostet haben, da musst du dir vorstellen, wir standen
100 Meter von seiner Haustür weg in einem fetten Sprinter umgebaut als meine Streaming-Ecke. Dann habe ich gestreamt, hatte 17.000, 18.000 Zuschauer und dann habe ich den Stream ausgemacht. Wir haben ihn gehostet und sind dann rübergelaufen und haben seine Live-Reaktion festgehalten. Das Motto dahinter war immer Gold bleiben oder so. Das fand ich jetzt nicht so nice, das Motto vom Ding. Aber diese Produktplatzierungen waren halt einfach geil umgesetzt. Es hat einfach Spaß gemacht. Ne? Das wirklich. Das heißt, du hast in dem Van gestreamt? Genau, Leute. Genau richtig. Also wir haben uns da, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwo hinter Hamburg, haben wir uns getroffen. Da war das ganze Produktionsteam. Die haben halt so per Zufall jemanden rausgesucht, der mein Stream-Subscriber ist und selber auch streamt. Haben den dann angeschrieben, haben gesagt, sie machen eine kleine Doku oder eine Doku über kleine Streamer, haben ihn besucht, bla 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 bla. Haben dann im selben Moment aber mäßig 200, 300 Meter von seinem Haus entfernt einen Sprinter komplett umbauen lassen mit Monitor, Playstation, fette Kamera. Da bin ich dann rein, habe meinen Stream angeschmissen, habe eine Stunde gestreamt, habe dann ihn gehostet. Dann ist er gar nicht klargekommen und in dem Moment, wo ich offline gegangen bin, sind wir raus, sind die Straße runter, bei ihm rein, die Tür war offen, weil da dieses Produktionsteam von dieser sogenannten Doku war. Und dann sind wir rein und auf einmal stand ich hinter ihm. Lol. Das war heftig. Das muss ja insane gewesen sein. Ja, das war gut. Ich habe das Video, glaube ich, gesehen, aber im Video kommt das gar nicht so rüber. Warte mal, ich suche das mal raus. Das stimmt, ich erinnere mich. Im Video kam das aber. Warte mal, ich guck gerade mal. Ich weiß, Lucky Tricks. Voll viele haben gedacht, ich komme nochmal online. Ja. Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Wir warten bis heute noch. So, hier ist das Video. Das geht 5 Minuten. Das ist ein bezahlt Placement von Axe. Das war eine coole Produktplatzierung, aber. Stimmt, da sind die. Ich habe mich nämlich gefragt. Alles klar. Ich habe mich nämlich gefragt, hä, wenn die Kamera bei dem da schon drin ist, dann muss der doch irgendwie eingeweiht sein oder so. Nee, ja, genau. Die hatten ihn halt angeschrieben und hatten ihm halt gesagt, dass eine kleine Doku, das war das Produktionsstream von Rocket Beans. Okay. Irgendwie. Ja. Ja, hast du ein bisschen Fortnite? Wann war denn das? Oh, wann war das? Keine 6 Ahnung. 6 Viewer, 17.000 Viewer. Na ja, klar. Warum? Wie hast du das denn gesagt? Hast du gesagt, yo, ich stream heute mal in einem LKW? Oder? Ich muss die Deutschland verlassen, die fahren nach mir, das war schon klar, ich habe das vorher angekündigt mäßig, dass da eine fette Aktion am Laufen ist. Die Leute wussten halt aber nicht, was es jetzt genau ist und waren natürlich auch gehypt. Dann saß ich da auf einmal in diesem Sprinter drinne und bessere Facecam-Qualität und bessere Qualität als mein gesamter Stream jemals hatte. Digga. Ja, dann gehst du, dann hast du den jetzt. Warte mal, wann hast du den gehostet? Ach genau, hier. Hier hast du. Nee, wo hast du ihn gehostet? Ah ja, genau, hier hast du ihn jetzt gehostet. Montana Black's Now Hosting mit 17.000 Zuschauer und er so. Ja, das war schon lustig, Digga. Aber ich muss gestehen, ich habe seinen Namen vergessen, Digga. Wie hieß er denn nochmal? Stell mal vor, du hast 6 Viewer und hast du 17.000. Das war schon ganz geil. Guck dir mal den Chat an. Ruben, genau. Ruben hieß er, Robert. Der hat nicht mal Mods. Der weiß nicht, was ein Mod ist. Nee. Gold bleiben war das Hashtag, ja. Alter, genau. Schwede. Hat auch ein schönes G-Fuel-Placement hier hinten. Ja. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, lol. Das ist doch ach du Scheiße. Es war aber geil. Also, der es war hat eine das, coole Aktion. Der hat das dahingestellt, weil das Kamerateam vorbeikam und der wollte besuchen. Ja. Dieser kleine Mistkerl. Lol, das sehe ich jetzt erst. Geil. Das ist ja geil. Ja, und dann bist du da reingegangen mit deiner mit deiner Pizza und dem. Ja, Mann. Aber diese Aufnahmen, die da jetzt entstanden sind, die haben wir so lange dann auch abgedreht. Das ist dann wieder, das gefällt mir dann wieder nicht. Oh, die Blonde, Digga. Die hatte so einen kleinen süßen Arsch.
Die andere war aber auch nice, mit der habe ich noch ein bisschen bei Insta geschrieben, aber da habe ich. Jesus fucking Christ. So, und jetzt bist du dann da reingegangen. Genau. Und dann hast du das Zimmer rausgesucht. Ach du Scheiße, und dann kommt Monte da rein. Ich weiß auch, sein Vater hat die ganze Aktion überhaupt nicht gefeiert, der war richtig salzig. Echt? Ja. LOL! Ey, das ist ja. LOL, was? Dein Vater hat das gar nicht. Was? Nee, sein Vater fand das nicht so lustig, Digga. Ja, weil auf einmal übelst viele Kameramänner und draußen gedreht, dies, das. Scheiße, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ach, Kacke. Aber es war trotzdem eine ganz. Digga, bei ihm in der Bude war es auch so warm. Aber es war auf jeden Fall eine chillige Aktion, Digga. Das war halt eine Produktplatzierung, die würde ich immer nochmal machen, weißt du? Ja. Dafür brauchst du dich nicht schämen, Digga. Das ist eine geile Produktplatzierung so. Und ja, das war einfach geil, Digga. Das war geil. Das finde ich, ich feiere das auch, weil das so kreativ ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt eine Produktplatzierung, weißt du, nicht so wie Simon Desi oder Prank Bros oder Bibi, die für irgendeine Handy-App, die sie niemals in ihrem Leben spielen, so, oder die auch, also, weißt du, wie ich meine? Klar, ich habe auch schon Produktplatzierung für Handy-Games gemacht, die ich persönlich nicht gespielt spielen würde, aber das ist dann halt in der Vergangenheit passiert. So, und sowas wie PUBG Mobile oder so, klar, das spiele ich auch nicht auf dem Handy, weil ich halt einfach auch, muss ich dazu sagen, kein Handy-Gamer bin, so. Ich habe eine Konsole, ich habe einen PC, das reicht mir. Ja. Das war schon eine sehr, sehr coole Aktion. Das fand ich war nice, Digga. Das fand ich, war wirklich nice. Und davor hatten wir halt diese Produktplatzierung, wo ich Fallschirm gesprungen bin. Das war auch geil, Digga. Also das ist schon fett. Also das feiere ich ja auch. Das habe ich auch schon gesehen. Das kam aber nicht. Also jetzt, wo du es erklärst, okay, die haben ihn halt interviewt wegen Aber gib noch mal einen Daumen nach oben, Digga. Da war ich nämlich noch im Gesicht noch nicht tätowiert. Das muss ich ja zusagen. Daumen ist oben. Daumen ist höher geht's nicht. Warte mal. Fallschirmsprung. Ja, aber nimm das Video, was 8 Minuten 17 geht, weil das ist ohne, also das ist da war ich so stolz auf das Video, dass ich, weil Ax hatte das Video für mich gecuttet und die erste Produktplatzierung war halt, hab mir nicht gefallen vom Schnitt her, aber Ax hat halt gesagt, das soll ich so hochladen. Dann habe ich es gemacht und dann habe ich nochmal später meinem Ehrenbruder Kater Leon 8 Minuten 17 geht das, ja. Genau, habe ich gesagt, er soll das Material, was wir haben, nochmal schneiden und ich lade es einzeln nochmal hoch. Guck mal, als er da in der Luft war, hat er mir gedacht, diesen scheiß Keks gefragt, aber das war halt das Motto, ne? Leder ja. Und Cookies. Ich denke, will der nicht verarschen, Alter, jetzt wird den Keks noch. Und was man halt nicht gesehen hat, das waren minus 2 Grad, tagsüber, da unten und oben in der Luft war minus 20 Grad. Ja. Ich habe halt überhaupt gar keine Luft bekommen, als ich herausgesprungen bin, weil ich auch noch übelst erkältet war. Das war, aber unabhängig davon, ich kann nur eins sagen, wer noch nicht falsch gesprungen ist, das muss man einfach mal erlebt haben. Das war so ein heftiges Erlebnis, es war. Digga, unbeschreiblich, Digga. Wenn du in diesem Flugzeug sitzt, auf 4000 Meter Höhe war das, glaube ich, und er macht diese Tür da auf einmal auf und du weißt, du springst gleich aus diesem Flugzeug. Das Einzige, was dich sicher landen lässt, ist dein scheiß Fallschirm. Also das ist unbeschreiblich. Will ich auf jeden Fall nochmal machen, aber dann nicht im Winter, ne? Ja, aber das sieht halt auch insane aus oben, ne? Über den Wolken so. Du fliegst ja über den Wolken, springst raus und fliegst dann mit deinem, Alter, durch die Wolkendecke. Es ist unbeschreiblich, sein. Musst du auch mal machen, wirklich. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Also, es gibt kein richtiges Wort, was man dazu sagen, also womit man das beschreiben kann, ne? Und wo du eben meintest, wo ich gelenkt habe nach rechts und links, habe ich genau zu ihm gesagt, lass die Scheiße sein, das tut übelst weh. Es hat so in den Eiern gekniffen. Ja. Das war, ja. Und die ursprüngliche Version von dem Video, zum Beispiel die Musik, die ich da bei dem Fallschirmsprung runter, als ich runtergesprungen bin, diese Musik, die da jetzt im Hintergrund war, wie hieß der Typ nochmal? Zack? Wie hieß denn dieser Typ, der immer diese Musik macht? Ja, weiß ich nicht. Zack Hemsey, glaube ich, ist das von Zack Hemsey. Okay. Genau. Und das ist halt, hatte Ax halt übelst Panik, dass ich, wenn sie die Musik nehmen, Copyright Strike bekomme, habe ich gesagt, drauf geschissen,
Ich mache immer, ich gucke einfach immer bei dem Musikvideo, was oder die Musik, die ich verwenden will, gucke ich, wie oft das von anderen hochgeladen worden ist. Und wenn da 10 Uploads sind, weiß ich, gibt es keinen Copyright Strike, dann nehme ich das immer. Oder habe ich so früher gemacht, aber ja, moin. Axe wollte das wollte nicht nehmen, ne? Und ja. Deswegen wollte ich es unbedingt nochmal mit dieser Musik. Ja. Ja. War schon, musst du auch machen, Stay, wirklich. Fallschirmsprung, unbeschreiblich. Krass, sieht, also sieht wirklich insane aus. Holy shit, diese Szene, wo du über diesen verrückten Wolfen bist. Ja, das war wirklich einer meiner schönsten Tage, die ich erlebt habe. Und das, Digga, war halt eine Produktplatzierung auch noch, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja. Besser geht's halt nicht. Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist diese Ideal-Produktplatzierung. Safe. Ja. Also, safe. wo du selber sagst, boah, war das krank? Ja, ja. Und dann auch so, Alter, das war mein Job. Also, das war gerade ein Placement, so crazy. Das ist crazy. Dafür gab's ganz gut Kneten, Digga. Ja. 2017, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Da habe ich, glaube ich, Digga, oh. Also da habe ich auf jeden Fall etwas über fünfstellig bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Das war schon echt gut. Und das für einen Fallschirmsprung. Aber es war halt auch, das Drumherum war halt sehr kritisch. Weil dieser Fallschirmsprung wurde so oft verschoben. So, und weil die haben halt immer keine Flugerlaubnis bekommen, wegen scheiß Wetter in der Winterzeit. Ja. Und dann hieß es, jo, morgen geht's los. Dann bin ich da hingefahren, für mich wieder unmenschliche Zeit. Ich musste irgendwie um 8:30 aufstehen. Das ging gar nicht. Dann musste ich erstmal klarkommen, bin da hingefahren. Und dann haben wir da noch 4 Stunden gewartet, bis dann die Flugerlaubnis gekommen ist. Ach du Scheiße. Das war halt, ja, du willst einfach nur springen, du willst es hinter dir bringen und dann wartest du da 4,5 Stunden bei -2 Grad in einer Halle, die nicht mal beheizt ist. Ja. Ja, Leistungsstelle 8:30 aufstehen ist für mich Krampf. Ich bin so ein Typ, wenn ich nur 2 Stunden vor meiner Normalzeit aufstehen muss, dann kann ich immer direkt eine halbe Stunde einplanen, weil ich, hört sich jetzt, ich gehe jetzt tief ins Detail, aber ich bin so ein Stresstyp, wenn mich was stresst, dann kriege ich immer Durchfall. So, Und wenn ich normal stehe ich um 11:30 auf, wenn ich morgen um 9:30 aufstehen müsste, dann wüsste ich, ich könnte mir den Wecker eine halbe Stunde vorher stellen, weil meine Verdauung nicht abgeschlossen ist und ich nochmal eine halbe Stunde auf der Toilette festhänge. Das ist bei mir schlimm. Oh Gott. Da sind sehr viele Details auch. Das stimmt. Ja. Du hattest recht. Es sind sehr viele Details. Aber viele kennen es auch, das ist es ja. Viele kennen es auch. Ich habe seit 10 Jahren ungefähr meinen gleichen Schlafrhythmus. Immer so zwischen, sagen wir mal, 11:30, 12:30 stehe ich auf. Und dementsprechend wird meine Verdauung halt auch nachts verarbeitet. Und wenn ich aber um 2 ins Bett gehe und nicht um 11:30 oder 11:30 aufstehe, sondern schon um 8, dann ist meine Verdauung noch nicht verarbeitet. Und das merke ich dann halt, das kommt da. Da komme ich nicht drauf klar, Digga. Ja. Ach, Stay. Ich persönlich habe damit noch keine Probleme. Noch. Aber vielleicht wird das noch. Wie alt bist du jetzt? 23. Ja gut, komm bei meinem Alter 1 Jahr noch, Digga, mit 24 geht's los, glaub mir. Ja, glaube ich. Ja. Da ist das, ich bin noch frisch. Clickbait-Titel ist da. Mann. Clickbait-Titel ist auf jeden Fall da. Wenn ich ein bisschen früher aufstehe, kriege ich flüssigen Stuhl. Brandsafe auf jeden Fall. Dann, das aber das war schon wirklich eine geile Produktplatzierung. Alles, was ich mit Axe gemacht habe, war eine gute Produktplatzierung. Ja. Das war echt, war wirklich schön. Ja. Hat Spaß gemacht. Mal gucken. Ja. Und auch muss ich sagen, Axe, was so ein Riesenunternehmen ist, die letzte Produktplatzierung, den ich mit denen gemacht habe, war nur über Instagram, glaube ich. Mhm. Und auch da war gerade so dieser kleine Shitstorm mit Regenkacke da und so, weißt du? Und selbst da hat Axe sich in Verbindung gesetzt, man hat geschnackt und dann war das Thema gegessen, weißt du? Man hat seine Meinung dazu gesagt und dann war das Ding gegessen. Dann wurde gesagt, bitte in Zukunft auf sowas achten, weil bla bla und das war in Ordnung. Und wenn halt so ein Astro mir an dem Tag, an Weltfrauentag, die Partnerschaft kündigt, weil ich ein Bild poste mit einem Zuhälter, wo drauf steht 50% für alles. Drauf geschissen, Digga. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, also, boah. Wie viele, was hast du denn gerade an Sponsoren?
jetzt aktuell. MMOGA, Elgato, Mifcom, King Controller. Das sind, glaube ich, meine festen Partner. Ich schaue schnell selber mal lieber schnell unter meinen Stream. Ah, Vardi Tim. Ach, Vardi, der die immer. Genau, der mir immer die Sachen kostenfrei stellt. Was ist denn das da eigentlich? Also, was ist das ein. Was ist das für einer? Vardi Tim hat einen Laden und hat sich so ein bisschen auf teure Klamotten spezialisiert, hat einen Online-Vertrieb, hat einen Laden in Berlin und. Mit dem habe ich eine Partnerschaft. Ich kriege Klamotten von ihm umsonst, ein bisschen Cash-Mash noch und mache Werbung für ihn. Ne? Ich sehe immer deine Instagram-Stories, wo du dann halt sagst, oh, guck mal hier, der Schuh. Ja, war die Tim klärt alles, selbst die Nummer von meiner Mutter. Es hat schon so ein Running Gag geworden. Aber alle Partner, die ich dir jetzt aufgezählt habe, mit denen arbeite ich schon Jahre. Ne? Ja, naja, Mifcom ist schon ewig, das weiß ich. Ja, alle 2-3 Jahre zum Teil schon. Und darauf will ich halt auch hinaus. Das ist das, was du meintest, ne? Mit Partnern zusammenarbeiten, Langzeitzusammenarbeit. Das ist einfach, finde ich, viel, viel authentischer. Und auch, ja, wenn du alle 2-3 Monate einen neuen Partner in deiner Beschreibung stehen hast, nur weil der neue Partner mehr Geld zahlt, dann ist es halt einfach so, dass, wenn du sowieso als Typ ein authentischer bist und die Leute dich dafür feiern, dann kannst du dich halt gleich erhängen gehen, ne? Ja. Nee, das ist geht Mifcom nicht völlig überteuert? Das auch, muss ich einmal ganz kurz drauf eingehen, so ein Punkt. Klar bezahlst du bei einem Mifcom oder bei anderen PC-Herstellern mehr Geld, als wenn du ihn dir selber zusammenbaust und auch verhältnismäßig vielleicht nochmal ein bisschen mehr Geld als andere Betriebe. Es liegt aber einfach daran, dass hinter so einem Betrieb 100 Mitarbeiter stehen, eine Mietfläche, wofür sie irgendwie gefühlt 10.000 Euro im Monat bezahlen und. So eine Firma ernährt sich ja nicht von Liebe und Luft. Die müssen ja am Ende, wie jede Firma, Gewinn bringen, agieren. So. Ja. Also das mit dem Dings ist, also die Argumentation ist immer die, wenn du dir einen Rechner zusammenbauen kannst, dann kannst du natürlich auf eine Seite gehen und sagen, guck mal, wie viel günstiger die Grafikkarte da ist oder guck mal, wie viel das da ist. Aber Mifcom und alle, was so in der OnePC, gibt es ja unendlich viele. Aber ich mache das jetzt an dem Beispiel Mifcom mal. Mifcom bezahlst du halt dafür, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, diesen PC zusammenzubauen. Lifetime-Garantie, Kundensupport per Telefon, ganzen Tag. Das ist halt, ich verstehe aber auch die Leute, die halt selber sich einen PC zusammen basteln und sagen, du, den PC, den du da verkaufst, kann ich mir für 40% weniger, 50% weniger zusammenbauen. Aber ich bin auch so ein Typ, keine Ahnung, als mein PC jetzt 3-4 Mal Bluescreen hintereinander hat oder 4-5 Mal Bluescreen hintereinander, da habe ich mein Gedanke dahinter, aber ich kaufe mir einen neuen. Mhm. Weil ich halt einfach überhaupt gar keine Ahnung habe von PCs. So, ja. Und ich bin halt, weißt du, für mich ist das halt genau richtig. Ja. Ich habe da Lifetime-Support, wenn irgendwas ist, dies, das, auch, ne, und das ist halt immer. Das ist so eine Diskussion, die haben wir schon sehr, sehr oft geführt, auch ich und mein Livestream-Chat, aber Leute vergessen halt sehr, sehr oft und ich verstehe deren Aspekt auch, aber die verstehen halt auch, dass dahinter einfach eine Firma ist, die Mitarbeiter bezahlen muss, die ja viele, viele Kosten hat und am Ende, und ich denke, das wird jeder mit ein bisschen Menschenverstand nachvollziehen können, am Ende muss so eine Firma auch noch Gewinne bringen, ist ja klar. Ja. Also ich habe nach der Sache, dass nachdem die Alternate-Partnerschaft aufgekündigt wurde, habe ich jetzt auch schon ein paar Gespräche geführt mit Firmen dieser Art. Das Problem ist bei mir halt, ich kann sowas nicht machen, weil ich selber ganz offen immer einen Rechner zusammenbauen würde. Immer. Das heißt, ich würde mir niemals einen Fertigrechner holen, sondern ich bin immer der Typ, der sich die Teile liefern lässt und das dann zusammenbaut. Weil das Erlebnis des Zusammenbauens auch was ganz Geiles sein kann. So, du baust den Grafik, machst das Motherboard ins Gehäuse, setzt alles rein, guckst, dass das Strom richtig läuft. Und das erste Mal auf diesen Knopf zu drücken und zu sagen, fuck, der fährt hoch, ist was ganz Eigenes. Natürlich, aber da musst du halt auch in der Materie gut drin sein. Genau. Und das, ich fühle mich schon heftig, ich fühle mich schon wirklich heftig wie ein Nerd, wenn ich meine Elgato Aufnahme-Capture-Card selber in meinem PC ein- und ausbaue.
Was für andere, ja, für andere ist das nichts und das verstehe ich auch. Aber da fühle ich mich schon wie der Technikfreak himself. Weil halt einfach, aber dazu muss ich auch sagen, den ersten PC, den ich mir gekauft habe, war für YouTube. Ich habe vorher mich nie mit PC etc. auseinandergesetzt. Ja, und habe es auch ehrlich gesagt gar nicht vor, weil ich dieses PC-Thema sehr, sehr komplex auch finde, ne? Ja. Deswegen, und ich bin froh, wenn ich mir einen fertigen PC kaufe, weil ich dann halt einfach für mich keine Kopfschmerzen habe. Ich stelle mir das Ding hin, drück den Starter-Knopf und das Ding läuft. Dass du zu mir sagst, wenn ich mir den selber zusammenbaue und bla 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 und den dann anmache, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, kann ich komplett nachvollziehen. Ja, aber das ist halt nur, wenn du dich damit auskennst so ein bisschen. Ich meine, ich habe meinen letzten, mein Streaming-PC habe ich auch im On-Stream zusammengebaut. Ja, also das ist ja, halt. Das habe ich sogar, glaube ich, gesehen. Das ist schon cool. Es gibt eine Menge Leute, die das halt auch machen. Und das ist der Grund. Ich baller sozusagen, also ich kann mir so ein Fertigteil nicht. Ich will das selber machen. So, ich muss, ja, natürlich. Ist, ich muss das aber nicht. Ja. Achso. Da ist ja MIFCOM dann genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, beziehungsweise macht ja alles richtig. Nicht jeder will sein PC selber zusammenbauen, nicht jeder kann das. Genau. Und deswegen gibt es Seiten wie MIFCOM. Genau. Das, im Umkehrschluss gibt es aber auch Seiten, wo du dir einfach die Fertigteile oder die Teile bestellst und dir es dann selber zusammenbaust. Es gibt ja für jede Nische dann eine Firma, wo du dir die Sachen kaufen kannst. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Und ich sag mal, viele sagen, jo, der MIFCOM-PC zu teuer oder andere Firmen, wo du PC kaufst, zu teuer. Kaufen sich dann aber eine Grafikkarte, nur mal als Beispiel, kaufen sich eine Grafikkarte für 800 Euro, die kostet ja die Firma, die das produziert, ja auch nicht in der Produktion 800 Euro, sondern vielleicht nur 200 Euro oder 100 Euro oder 300 Euro. Das heißt, das Ding verkaufen sie auch schon mal wieder 50% teurer, weil sie halt einfach Gewinn abschmeißen muss. Und so ist es mit Fertig-PCs bei MIFCOM auch. Die müssen halt gewinnbringend sein, ne? Ist ja klar. Da müssen halt Arbeitsplätze bezahlt werden, ja. Ja, auf jeden Fall. Von Luft und Liebe kannst du dich nicht ernähren, ne? Das ist halt, wenn du ein Millionenunternehmen hast, dann musst du halt auch erstmal diese Million verdienen. Und diese Million verdienst du nicht, indem du einen PC verkaufst, der dir im Einkauf und Zusammenbau 1.000 Euro kostet und wenn du ihn dann für 1.100 verkaufst. Das ist, ja. Ja, verstehe ich. Aber das ist halt immer, wie du sagst, es gibt Leute, die wollen das, es gibt Leute, die wollen halt einfach sich keine Gedanken machen und dafür ist das genau das Richtige. Ja, ich denke auch. Ja, ich würde, also die anderen, ja? Zu mir passt das halt leider nicht. Also ich könnte das halt nicht. Ich würde immer sagen, Bruder, schick mir nichts Fertiges. Ich muss selber ran. Aber ist es nicht nur letztendlich auch eine Frage des Preises, sind wir mal ehrlich, Style? Nee, gar nicht. Ich bin einfach, ich tüftel gerne. Also ich mag Lego nicht, ich puzzle auch nicht gerne. Aber wenn es darum geht, zu sagen, ich habe einen Berg von Hardware, und kann den Rechner selber zusammenbauen, das ist irgendwie was anderes. Also das ist irgendwie für mich, nicht nur, dass es günstiger ist, die Einzelteile zu holen, es ist einfach, es macht mir einfach Spaß. Wenn MIFCOM jetzt zu dir sagt, ey, wir wissen, du bist gerne ein Typ, der an seinem PC rumbastelt, kannst dir auch Teile bei uns bestellen oder kannst auch dir einen Fertig-PC bestellen, den nochmal umbasteln und wir geben dir für im Monat für, keine Ahnung, 5.000 Euro, dass du den Link in die Beschreibung packst, wäre trotzdem, denke ich mal, für dich trotzdem von Interesse. Das stimmt, nicht? Ja. Aber das ist halt das, also grundsätzlich natürlich, aber grundsätzlich würdest du lieber mit einer Firma zusammenarbeiten, die nur Einzelteile verkauft. Genau, weil das für mich am meisten Sinn macht. Ne? Also Einzelteile sind halt immer, du kannst halt individualisieren, ne? Weißt du, du kannst halt immer sagen, ja. Ich nehme nicht das, sondern ich nehme was anderes. Und wenn du, weiß ich nicht, wenn du das irgendwie für eine einmalige Sache machen kannst, dann ist das cool. Aber langfristig ist das immer das Einzelteilprinzip, so die Individualität. Ja. Natürlich. Ich würde auch gerne, keine Ahnung, die Motorhaube von meinem Lamborghini aufmachen und mich damit auskennen und dieses Teil weiß halt einfach nicht. Ne? Deswegen fahre ich ihn dann am Ende in die Werkstatt. Ja, gut. Ja. Ja, ist ja im Grunde ist nicht der beste Vergleich, aber. Ne? Ich kann mir doch bei MIFCOM die Teile aussuchen. Ja, du kannst es, darum geht es ja gar nicht. Du kannst dir überall die Teile mal aussuchen. Es geht nur darum, dass du dir nicht, bei MIFCOM kannst du beispielsweise nicht auswählen, ich möchte nur die Teile haben. Die bauen den immer für dich zusammen. Also die bauen den immer zusammen.
Und das ist, das kannst du dir halt nicht aussuchen, sondern du kannst nur fertig zusammenbauen lassen. Du kannst dir also keine Individualteile schicken lassen, sondern die machen dir immer einen Fertig-PC direkt. Das ist natürlich verbunden mit Garantie und sie holen Pickup. Ich glaube, die holen das auch ab, ne? Ja. Wenn da irgendwas kaputt ist und du hast das ausgewählt, dann sammeln die das auch bei dir ein und bringen das dann auch wieder hin. Und guten sowas. Kundenservice haben die auf jeden Fall, Digga. Ja, und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das, was ich meine, ist halt, ich will beispielsweise, oh fuck, ich brauche eine neue Grafikkarte. Ich will nur eine Grafikkarte. Und dann baue ich die ein. So nach dem, so ein Ding. Weißt du? So ein Ding ist das, ja. So, ey, ich muss jetzt aber leider Gottes los, denn ich muss in einer halben Stunde in Lüneburg sein. Bei einer Stunde Fahrzeit soll das noch halbwegs hinhauen. Huch, schmeckt. Ja, die kann auch nicht warten, Alter. Ja. Ich bin nicht YouTuber und Streamer geworden, dass ich mich stressen lasse. Ja, nee, sonst wird der Stuhl wieder flüssig. Ja, nee, ja, genau, ist so. Ja. Ich werde jetzt entspannt rübergehen und dann komme ich halt mal eine Stunde oder drei Viertel zu spät. Ja, alles gut. Mal, ne? Mein Vater kann sich freuen, dass ich überhaupt vorbeikomme. Uff. Ehrlich. Nee, sonst bin ich da nicht so. Also früher war ich da nicht so, weil ich habe einmal einfach gedacht, ja, keine Ahnung. Aber ich habe Bock, Lambo zu ballern. Gut, ey, war ein guter Talk wieder. Dir und deinem Livestream-Chat noch einen schönen Sonntag. Ist heute Sonntag? Ja, heute ist Sonntag. Ja, weißt doch, wie es ist. Ja, es ist Sonntag. Gefühlt jeder Tag Sonntag und Samstag. Bloß eben, dass du nicht einkaufen kannst. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, mit den Feiertagen komme ich auch durch die Tüte. Morgen wieder Feiertag. Da, ja. Ja. Gut, okay. Alles klar. Dann lasst euch gut gehen. Ciao. Tschüss.